glaube, wir müssen schon wieder ein neues Fass anschließen. Ach Quatsch, das reicht mindestens noch bis morgen Abend. Ja, die Ablösung. Tut mir leid, ich muss noch was mit meinem Prof besprechen. Gibt's irgendwas Besonderes? Nein, alles im grünen Bereich. Das heißt doch, du könntest bitte bei der Brauerei anrufen und für morgen neues Bier bestellen. Das wäre sehr reizend. Hast du es wieder so eilig, zu deinem Schätzchen zu kommen, oder wie? Nein, ich will nach Königsbrunn. Zu Rebecca wegen Sebastian, oder? Auch. Aber wenn ich schon mal da bin, dann werde ich direkt mal Stella anquatschen wegen der Gästeliste vom Maskenball. Ich würde auch zu gerne wissen, mit wem ich da die ganze Zeit getanzt habe. Im Moment scheint sie ja wirklich seltsame Leute anzuziehen, oder? Ich meine, erst eine außerirdische Hubschrauber-Expertin, von der du gerade mal den Namen weißt. Und dann irgendeine maskierte Schönheit, die abhaut, bevor sie ihre Maske auszieht. Gibt dir das nicht zu denken? Geheimnisvolle Frauen sind quasi das Salz in der Suppe meines Lebens. Zwei Alt, bitte. Sorry, ich kann euch heute leider nur noch Pilz aus der Flasche anbieten. Es gibt ja auch noch andere Kneipen. Ja, klar. Wie sind die denn drauf? Sie haben ja recht, das Fass wir schon seit Stunden aus. Und Christian kümmert sich gerade darum. Gibt es eigentlich inzwischen irgendwas Neues von Sebastian? Nee. Aber ich traue mich irgendwie auch nicht nachzufragen. Rebecca und Lydia sind eh schon mit ihren Nerven am Ende. Und wird das mit den Fässern heute noch was? Vergiss es. Gregor hat vergessen, die letzte Rechnung zu bezahlen und so lange liefert die Brauerei nicht. Das kann doch mal passieren. Das kann passieren, es darf aber nicht, wenn man so einen Laden betreibt. Weißt du, was ich glaube? Langsam ist Gregor der Laden hier scheißegal. Das war ja klar. Was denn? Für seinen Hubschrauber hat er natürlich Zeit. Hey. Ist irgendwas? Mit Sebastian? Nee, da gibt's noch nichts Neues. Kann's ja nicht so schlimm sein. Gregor, wie man's nimmt. Wir haben kein Fassbier mehr. Und Miriam und ich, wir ärgern uns seit Stunden mit irgendwelchen nörgelnden Gästen rum. Ja, hättest du mal die Brauerei angerufen, wie ich es empfohlen hab. Die liefern ratzfatz nach. Ja, Gregor, das würden sie. Wenn die letzte Rechnung bezahlt wäre. Ach, verdammt, haben die das mit dem überzogenen Konto gemerkt, ja? Hey, sorry, dass du das abbekommst. Tut mir leid, ich... Gregor, und das ist noch nicht alles. Sie wollen uns wahrscheinlich die ganze... Kurz. Stella, mein Schatz, wie geht's dir? Nein, sag bloß, du hast es dir anders überlegt. Ja klar, pass auf, schick mir die Gästeliste einfach per Mail, okay? Ja, ja, hey, mach dir keinen Kopf wegen der Liste, okay? Du weißt, niemand ist verschwiegener als dein diskreter Cousin. Hm? Okay, danke dir, bis später. Sag mal, Gregor, hörst du mir überhaupt zu? Hast du es mitbekommen? Stella schickt mir die Gäste... Mann, Gregor, das interessiert mich gerade Dreck! Wochenlang kümmerst du dich bloß um deinen Hubschrauber und als nächstes hast du nur irgendeine maskierte Tussi im Kopf. Christian, Mann, entspann dich mal. Was ist dein verdammtes Problem? Du hast ein Problem und zwar ein fettes. Ach, geht's um den Biernachschub? Das regle ich mit einem lächerlichen Anruf. Ja, das will ich sehen. Ohne Kohle? Hm. Weißt du, womit mir die Brauerei gedroht hat? Die wollen dir die Konzession entziehen. Weißt du eigentlich, was das für dich bedeutet? Wenn du deine Rechnung nicht bezahlst, dann können wir den Laden hier bald dicht machen. So einfach können die mir gar nicht die Konzession entziehen. Doch, das können sie, Gregor, weil du nämlich mit einer vierstelligen Summe bei denen in der Kreide stehst. Ja, und wenn ich den Laden dicht mache, da haben die ja auch nichts davon. Da kann ich hier nicht einen einzigen Cent zurückzahlen. Warum? Hier steht doch jede Menge rum. Bis wann, hast du gesagt, brauchen die ihre Kohle? Bis übermorgen. Das können die vergessen. Flaschenbier ist auch leer. Wie geht's jetzt weiter? Ich denk mir was aus, okay? Was mache ich denn jetzt? Was würdest du denn tun, wenn es um deinen Heli ginge? Dann wäre es wahrscheinlich gar nicht erst so weit gekommen. Man muss aber wissen, was einem wichtig ist. Ja, mein Gott, ich hab's verbockt. Zufrieden. Ach, Gregor, darum geht es nicht. Die Frage ist, willst du überhaupt noch weitermachen hier? Im Moment hat man nämlich den Eindruck, dass nicht. Ja, von irgendwas muss ich erleben und du auch. Ja, das ist eine tolle Einstellung. So geht's weiter. Pass auf, ich lass euch nicht hängen. Ich renn morgen zur Brauerei, fall denen auf die Knie. Ein Aufschub ist auf jeden Fall drin. Was ist auf lange Sicht gesehen? Naja, wenn ich die Wahl hätte, die Kneipe oder
Ja. Ja, auf dem Maskenball habe ich diese Frau kennengelernt. Gregor, was hat das jetzt mit der zu tun? Ich hab nur gedacht, wenn ich die Wahl hätte, Kneipe abzugeben, um an diese Frau ranzukommen. Und ich weiß, das hörst du nicht gerne, aber das würde ich tun. Ja, das müsste er sein. Darf man da überhaupt ran? Ich meine, ist ja nicht Stress mit den Bullen? Nee, ist ja alles schon wieder freigegeben. Das bringt jetzt auch nicht unbedingt weiter. Wir brauchen irgendeinen Hinweis. Sag mal, der ist doch Fotograf, oder? Ja, und? Haben die nicht immer die gleichen Locations für ihre Fotoshootings? Ja, klar. Wir gucken jetzt Fotos durch. Vielleicht erkennen wir den aus der Webcam wieder.